An den Anfang meiner Ausführungen möchte ich eine These stellen. Die These lautet, man kann den Bergkarabach-Konflikt nicht verstehen und den Konflikt auch nicht dauerhaft, das heißt auch zivilisiert und friedlich lösen, wenn man die moralisch-politische Dimension des Konflikts ignoriert oder nicht versteht, worin diese spezifische moralische und politische Dimension des Konflikts besteht. Die moralisch-politische Dimension ist eine gesamtarmenische, nationale Dimension. Das hat sich gerade während und nach dem Viertagekrieg im April dieses Jahres gezeigt und im Grunde genommen ist das so bis heute. Der von Aserbaidschan gegen die Republik Arzach entfesselte Krieg hat eine breite Welle der nationalen Solidarität im gesamten armenischen Volk rund um den Globus von den USA über Frankreich bis nach Australien ausgelöst. Bergkarabach bzw. Arzach ist armenische Realität, aber auch zugleich ein Symbol. Ein Symbol der nationalen Einheit des armenischen Volkes. Es ist ein positives, schönes, mit den Gefühlen des Erfolges und der Befriedigung verbundenes Symbol. Das entgegengesetzte, negative, mit tiefster Trauer und größtem Schmerz verbundene gesamtarmenische nationale Symbol ist der Genozid, der Völkermord an den Armeniern, der vor 100 Jahren im Osmanischen Reich 1915-16 insbesondere begangen worden ist und dessen die Armenier in dieser Zeit in der ganzen Welt, insbesondere auch in der Diaspora, gedenken. Die in der Diaspora lebenden Armenier, aber auch die Armenier zu einem großen Teil, die in der Republik Armenien lebenden und in Karabach lebenden Armeniern, sind Nachkommen derjenigen, die den Genozid im Osmanischen Reich von vor 100 Jahren überlebt haben. Oder sie haben ihn in der Weise überlebt damals, dass sie sich rechtzeitig durch die Flucht der Vernichtung entzogen haben. Viele sind ja damals nach Ostarmenien, das heißt in die Grenzen des russländischen Imperiums, des Kaiserreichs Russland geflohen. Der Genozid von 1915-16, aber auch schon die genozidalen Pogrome an den Armeniern 1894 bis 1896 und 1909 in Kilikien haben die Armenier als Volk traumatisiert. Was heißt das? Traumatisierung, das heißt, jene Vernichtungsaktionen, Massaker, Deportationen, Vertreibungen, Zwangsislamisierungen und so weiter haben bei den Armeniern das bis ins Unterbewusste gehende Gefühl ausgelöst bzw. begründet und das Bewusstsein ihrer existenziellen Gefährdung und Bedrohung, die Bedrohtheit ihres Leibes, ihres Lebens, ihres Vermögens geschaffen. Dieses Trauma und das Gefühl, bedroht und in Gefahr zu sein, wird durch die harte, unnachgiebige Position der Türkei und Aserbaidschans, nämlich die Leugnung des Völkermords im Osmanischen Reich, bis heute, bis in diese Tage hinein, immer von Neuem wachgerufen und schmerzhaft berührt. Der Völkermord von 1915-16 ist kein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte. Ebenso wie der von Deutschen im Deutschen Reich und in Europa an den Juden begangene monströse Genozid, wirkt dieses erste größte Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert bis heute fort in dem gesamten Volk der Armenier, wie ich sagte, weltweit. Solange die Türkei und Aserbaidschan nicht dem Beispiel Deutschlands im Falle des jüdischen Volkes folgen und den Genozid im Osmanischen Reich als Tatsache anerkennen, kann diese schmerzende Wunde nicht abklingen und kann sich das Gefühl einer existenziellen Sicherheit des armenischen Volkes letztlich nicht einstellen. Die traumatisierende Leidensgeschichte des armenischen Volkes im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert liefert eine spezifische Begründung für die nachhaltige Forderung des armenischen Volkes, in einem eigenen Staat, unter eigener Herrschaft, in gesicherter Existenz leben zu können. Mit anderen Worten,
Dieses ist die Begründung, die moralische und zugleich auch politische und psychologische Begründung für die Forderung des Selbstbestimmungsrechts der armenischen Nation. Das Selbstbestimmungsrecht der Armenier ist im sowjetischen und im postsowjetischen Raum nur teilweise bis heute realisiert worden. In vollem Umfang ist das Selbstbestimmungsrecht des armenischen Volkes nur für die Armenier in der Republik Armenien verwirklicht worden. Die Realisierung des Selbstbestimmungsrechts der Armenier von Bergkarabach ist erst ansatzweise realisiert. Diese Realisierung ist noch nicht voll gesichert, vielmehr existenziell bedroht und gefährdet, und das hat gerade aufs Neue der Viertagekrieg vom 2. bis 5. April dieses Jahres gezeigt. Das Selbstbestimmungsrecht auch der Karabach-Armenier lässt sich aus dem sowjetischen Staatsrecht begründen. Und das möchte ich in meinen weiteren Ausführungen auch tun. Ich möchte da zunächst aber noch einmal sozusagen knapp in wenigen Punkten zusammenfassen, die wichtigsten Elemente, die zu einer Begründung dieses Selbstbestimmungsrechts in besonderer Weise während der Sowjetunion und durch die Sowjetunion führen. Die Armenier Bergkarabachs sind ein Teil des Volkes der armenischen Nation, das, wie ich sagte, im Osmanischen Reich Opfer eines Völkermordes geworden ist. Und viele, die im Osmanischen Reich früher in Erzurum und anderen Städten in den 6 armenischen Vilayets gelebt haben, sind in die Regionen, die von Russland beherrscht wurden, des Südkaukasus geflohen. Die Chance, dass durch das erlittene Schicksal zusätzlich begründete nationale Selbstbestimmungsrecht der Armenier zu verwirklichen, hat sich den Armeniern dann im Zuge des Zerfalls des Russländischen Reiches 1917-18 ergeben. Und das muss man auch sagen, ergeben im Zuge der Machtergreifung in der Oktoberrevolution durch die Bolschewiki. Die Realisierung dieses Selbstbestimmungsrechts, das die Bolschewiki Lenin in den Grunddokumenten der Oktoberrevolution gerade und ausdrücklich auch dem armenischen Volk versprochen hatte, ist allerdings dann 1921 unter besonderen Umständen durch die damalige Führung in Nationalitätenfragen, nämlich durch Josef Stalin, verhindert worden. Es ist in Armenien allgemein bekannt, darüber hinaus in der Welt nur den Spezialisten bekannt, dass am 4. Juli 1921 auf einer Sitzung des Kaukasischen Büros der russländischen Kommunistischen Partei, der Bolschewiki, zunächst einmal Bergkarabach der Republik Armenien, der Sowjetrepublik Armenien, zugeschlagen wurde. Ich muss dazu bemerken, dass damals die UdSSR noch nicht existierte. Die Sowjetunion ist erst durch einen Vertrag am 30. Dezember 1922 gegründet worden. Aber nach der Eroberung der südkaukasischen Regionen durch die Rote Armee hier politisch herrschende kommunistische Partei der Bolschewiki Russlands, beherrscht von den zentralen Organen, den ZK in Moskau. Sie haben auch die nationalen kommunistischen Parteien in Aserbaidschan, in Armenien, in Georgien beherrscht und damals bereits aufgrund eines Beschlusses vom 8. Parteitag der russländischen kommunistischen Partei in einem Parteistatut festgelegt, dass diese nationalen kommunistischen Parteien als Gebietsorganisationen dem Zentralkomitee in Moskau, dem Zentralkomitee der russländischen kommunistischen Partei, unterstellt waren. Mit der Folge, dass auch dem kaukasischen Büro der Moskauer Zentrale sowohl die aserbaidschanische als auch die armenische Parteiorganisation der RKP unterstellt waren. Dieses muss man wissen, um zu verstehen, weswegen ein Parteiorgan, eben das kaukasische Büro, eine solche Entscheidung überhaupt treffen konnte,
wie sie am 4. Juli, wie gesagt, 1921 zugunsten der Sowjetrepublik Armenien in Sachen Karabach getroffen worden ist. Hier ist etwas Merkwürdiges passiert, etwas sehr, sehr Wichtiges, auf das hier nun besonders eingegangen werden muss. Einen Tag später ist Stalin zu dieser Sitzung des kaukasischen Büros, die Sitzung fand in Tbilisi statt, hinzugekommen und unter dem Druck des Parteichefs von Aserbaidschan, Narimanov, hat Stalin sich entschlossen, diesen Beschluss vom 4. Juli zu korrigieren, umzustoßen und Bergkarabach Aserbaidschan zuzuschlagen. Also die Vereinigung Bergkarabachs mit der Sowjetrepublik Armenien auszuschließen. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass der Beschluss vom 4. Juli, vom Vortage, unter dem Vorsitz von Orschunikidze, eines der engsten Mitarbeiter von Stalin in der bolschewistischen Parteiführung, gefällt worden ist. Dieser Vorgang war entscheidend, denn in den folgenden Monaten bzw. dann auch Jahren 1923, insbesondere als die Sowjetunion bereits gegründet war, ist dieser Beschluss vom 5. Juli 1921 immer dann nur noch bestätigt worden. Und darüber kann man sich nicht wundern, wenn man bedenkt, dass Stalin in der Parteiführung immer stärker geworden war im Zuge der Krankheit Lenins, der dann, wie bekannt, Anfang 1924 gestorben ist. Die maßgebend von Stalin bewirkte Entscheidung des Kaukasusbüros der AKP vom 5. Juli, Bergkarabach der Sowjetrepublik Aserbaidschan zuzuschlagen, kann keine Legitimität beanspruchen, auch wenn sie bis zum Ende der Sowjetunion nicht revidiert wurde. Diese Entscheidung hat bis zum Ende der Sowjetunion, wie wir wissen, Bestand gehabt. Diese Entscheidung stützte sich letztlich auf die Macht der Roten Armee, die den Kaukasus unter maßgeblicher Beteiligung von Kirov und anderen erobert worden war. Die Bevölkerung, die betroffene Bevölkerung, auch gerade von Bergkarabach, ist hier nicht gefragt worden. Es gab kein Referendum. Und auch dieses ist ein wichtiger Punkt. Drittens war die Entscheidung willkürlich. Warum? Diese Entscheidung vom 5. Juli 1921 war deswegen willkürlich, das heißt in der Sache in gar keiner Weise gerechtfertigt, weil sie ganz offenkundig dem nationalen Selbstbestimmungsrecht der Armenier widersprach. Denn das von den Armeniern zu 90% besiedelte Bergkarabach befand sich in einem ununterbrochenen Siedlungszusammenhang mit dem armenischen Volk in der Republik Armenien, in der Sowjetrepublik Armenien sozusagen im Westen nebenan. Die Armenier Bergkarabachs und der Republik Armenien haben die Entscheidung vom 5. Juli 1921, die dann später 1923 durch die Gründung des autonomen Gebiets von Bergkarabach ratifiziert wurde, niemals akzeptiert, sondern, und das möchte ich unterstreichen, während der gesamten Sowjetzeit im Grunde genommen alle 10 Jahre in besonderer Weise gegen diese Entscheidung protestiert. Teilweise repräsentiert durch die Parteiführung in Jerewan, also der Sowjetrepublik Armenien, teilweise auch durch gesellschaftliche Kräfte, wie sich das ergeben hat nach dem Tode Stalins in der nach stalinischen Ära. Es gab insbesondere in den 80er Jahren, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, nachdem Gorbatschow an die Macht gekommen war, Generalsekretär der KPdSU geworden war, ab 1986 eine breite Petitionsbewegung in Karabach, eine Petitionsbewegung für die Vereinigung und den Anschluss des autonomen Gebiets von Karabach an die Sowjetrepublik Armenien, die von im Grunde genommen der gesamten armenischen Bevölkerung Karabachs unterstützt wurde.
in der Zwischenzeit, in den Jahrzehnten der Zugehörigkeit des autonomen Gebiets von Bergkarabach zu der Sowjetrepublik Aserbaidschan, ist der Anteil der armenischen Bevölkerung an der Gebietsbevölkerung von Karabach schrittweise zurückgegangen, auch und gerade durch eine entsprechende Bevölkerungs- und Industriepolitik, Wirtschaftspolitik Bakus. Baku strebte offenkundig danach, den Anteil der aserischen Bevölkerung an der Gebietsbevölkerung von Karabach zu erhöhen. Und dieses ist insbesondere mit der Stadt Shusha bzw. Shushi verbunden, wo der aserische Bevölkerungsteil dominierte und der Einschluss auch des Rajons von Shusha, der an das Gebiet, an die Republik Armenien angrenzt, sodass die aserische Bevölkerung im Gebiet von Bergkarabach gewissermaßen einen ethnischen Riegel darstellte zwischen dem armenisch schwerpunktmäßig besiedelten Bergkarabach und der Republik Armenien. Ich möchte noch hinzufügen, wo ich gerade spreche, über diese geografische Situation zwischen dem autonomen Gebiet von Bergkarabach einerseits und der Republik Armenien andererseits, dass in diesem Gebiet, insbesondere in Latschin, armenisch Berzor, aber auch in Kelbatschar, was nördlich angrenzt, Kelbatschar, armenisch, man in den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre, wegen der dort gehäuft siedelnden Kurden einen kurdischen Rajon eingeführt hat, der allerdings im Wesentlichen auf dem Papier stand, keine reale Verwaltungsbedeutung besaß und keine funktionierende Verwaltungsstruktur hatte. Dieses sogenannte Rote Kurdistan, was man hier in der stalinischen Ära geschaffen hatte, wie gesagt in den 20er Jahren, hatte nur eine Funktion, nämlich eine politisch-juristische Begründung und Legitimation für die Trennung Bergkarabachs von der Republik Armenien zu liefern. Als diese Funktion erfüllt war, Anfang der 30er Jahre, wurde dieser Rajon des Roten Kurdistan wieder aufgelöst und davon war später niemals mehr die Rede. Die Armenier Bergkarabachs und der Republik Armenien haben die Entscheidung, wie ich sagte, niemals akzeptiert. Und es ist besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie hier gewissermaßen eine moralische, politische Position bezogen haben. Natürlich haben sie sich auf die politischen und auch die verfassungsrechtlichen Dokumente aus der Entstehungszeit der Sowjetunion nach der Oktoberrevolution bezogen. Sie haben immer argumentiert, von Anfang an, mit dem Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht des Volkes und in diesem Falle der Armenier. Als es die freiheitlichen Verhältnisse während der Reformperiode der Perestroika, also unter Michail Sergejewitsch Gorbatschow, zuließen, haben die Bevölkerung die Organe des autonomen Gebiets von Bergkarabach mit erdrückender, demokratisch legitimierter Mehrheit versucht, die Vereinigung mit der Sowjetrepublik Armenien friedlich über das sowjetische Staatsrecht zu erreichen. Damit hatten sie zunächst 1988, 1989 keinen Erfolg. Die Beschlüsse, die damals gefasst wurden vom Gebietssowjet in Stepanakert, also vom Gebietssowjet des autonomen Gebiets Bergkarabach, sie sind von den Organen und Gremien der UdSSR aufgehoben worden, für verfassungswidrig erklärt worden und die Möglichkeit, sich mit der Sowjetrepublik Armenien aufgrund dieses nun unter den freiheitlichen Verhältnissen der Perestroika möglich gewordenen reibekundeten Willens der armenischen Bevölkerung von Karabach auch zu realisieren, ist dadurch definitiv verhindert worden. Ich will damit sagen, dass auch während der Perestroika unter der Führung von Michail Gorbatschow die sozusagen staatsrechtliche Realisierung
dieses Selbstbestimmungsrechts, was 1918, 1919, 1920, 1921 versprochen worden war, nicht letztlich möglich gewesen ist. Die Sowjetrepublik Aserbaidschan hat auf diese freiheitlichen Bekundungen der Karabach-Armenier, unterstützt durch die Karabach-Bewegung in der Republik Armenien, nicht mit Verständnis, sondern mit Gewalt reagiert. Es gab eine ganze Reihe von Gewaltakten. Ich verweise insbesondere auf den Pogrom von Sumgait, Februar, Anfang März 1988, sozusagen eine Antwort auf den Beschluss und die Petitionsbewegung in Karabach, eine Antwort der Gewalt, eine Antwort, die für die betroffenen Armenier in der Großstadt, in der Industriestadt Sumgait und darüber hinaus in Baku und in anderen Teilen Aserbaidschans und in Bergkarabach schlimm und bitter war. Deswegen, weil dieses Pogrom, das von den Behörden unterstützt, geduldet wurde, aber im Wesentlichen unterstützt wurde, die Armenier an ihrer traumatisierten Stelle, nicht wahr, an ihrer empfindlichsten, schmerzhaftesten Stelle in nationaler Hinsicht berührte und sie, so begrenzt dieser Pogrom in Sumgait war, sie doch letztlich auch wieder erinnerte an ihre ungesicherte und tragische Existenz und Vernichtung im Osmanischen Reich 1915-16. Diejenigen heute und auch schon damals nach den Ereignissen, die diese Ereignisse heruntergespielt haben und gesagt haben, das waren lokale Dinge, lokale Vorgänge, für die man sozusagen niemanden besonders verantwortlich machen dürfe. Die Täter würden strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Die damals so gesprochen haben, die haben etwas ignoriert, missachtet, was ich eingangs besonders unterstrichen habe. Sie haben eben diese Tatsache und die Bedeutung der Traumatisierung des armenischen Volkes insgesamt nicht begriffen und hier im Grunde genommen ausgeblendet. Und das geht nicht. Dies geschieht übrigens auch, und das kann ich persönlich aufgrund meiner eigenen Erfahrung bezeugen, allzu häufig durch die nationale und internationale Diplomatie. Aserbaidschan, wie gesagt, hat mit der Sprache der Gewalt auf diese Freiheitsbekundungen, friedlichen Freiheitsäußerungen und Willensbekundungen des armenischen Volkes, auf die friedliche Einforderung des Selbstbestimmungsrechts der Völker im Rahmen der Sowjetunion, im territorialen und staatsrechtlichen Rahmen der UdSSR reagiert und damit ein weiteres schweres Vergehen, politisches Vergehen natürlich auch in erster Linie hier begangen und eines deutlich gemacht, dass Aserbaidschan, selbst die Sowjetrepublik Aserbaidschan, nicht bereit war, sich wenigstens argumentativ ohne Gewalt auf diese Forderung der Karabach-Armenier einzulassen.